Hallo zu On the Grid. Heute bin ich mit Diplom-Ingenieur Bernhard Inninger von der Stadtplanung. Da Sie sind der Leiter eigentlich für die Stadtplanung in Graz. Um was geht es bei dem Flächenwidmungsplan 4.0? Der Flächenwidmungsplan ist, so sieht es das Raumordnungsgesetz vor, eine Festlegung, die schon grundstückscharf detailliert ist, welche Nutzungen auf welchem Grundstück stattfinden dürfen in diesem Stadt, welches bauliches Ausnutzungsmaß auf welchem Grundstück umgesetzt werden darf. Es ist ein sehr wichtiges Papier für einen Zeitraum von ungefähr 10 bis 15 Jahren. Derzeit ist, wie Sie richtig angesprochen haben, der vierte Flächenwidmungsplan in Ausarbeitung. Und wir haben derzeit die Auflagefrist, das ist ein sehr spannender Zeitraum von in diesem Fall 10 Wochen, über den wir mit den Bürgern in Diskussion darüber sind, wie die Festlegungen des vierten Flächenwidmungsplanes sein sollen. Es ist, wie gesagt, nicht der erste, sondern der vierte. Es wird die Stadtentwicklung nicht alle 10 oder 15 Jahre neu erfunden. Es gibt quasi einen roten Faden der Planung, aber es gibt doch eine, sage ich mal, evolutionäre Weiterentwicklung der Festlegungen, die einfach berücksichtigen die heutige Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung. Sie haben jetzt die Informationskampagne angesprochen und da habe ich mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, weil wir sind heute übrigens im Nova Park, also das ist hier im Bezirk Lent oder sind wir schon in Gösting? Sind wir schon in Gösting, grenzmäßig. Ich glaube, wir sind in Lent, aber... Ja. Es ist wichtig, dass diese Veranstaltung keine bezirksbezogene Veranstaltung ist. Könnte auch schlecht sein, denn die Stadt Graz macht zwar sehr viel mehr, als sie gesetzlich müsste, nämlich 4 Veranstaltungen. Allerdings haben wir 17 Bezirke, das heißt, man sieht schon, dass die Veranstaltungen ohnehin so gedacht sind, dass die Bevölkerung aus der ganzen Stadt sich eigentlich aussuchen kann, zu welcher Veranstaltung sie geht. Es ist naheliegend, dass wir heute hier Menschen aus Gösting und Lenz, die vielleicht in fußläufiger oder Fahrraddistanz wohnen, eher ansprechen, ebenso wie Menschen aus Andritz oder Eckenberg. Das sind die Bezirke, zu denen wir heute einige zusätzliche Folien und Worte gebracht haben. Aber es ist prinzipiell so, dass jede dieser Veranstaltungen für jedermann gedacht ist. Jetzt habe ich Eckenberg gar nicht dazu gerechnet, aber das würde implizieren, dass ca. 80.000 Leute von diesem Flächenwidmungsplan betroffen sind. Heute waren ca. 40 davon da. Wie garantieren Sie eigentlich jetzt auch im Zuge dieser Infokampagne, dass 110.000 Haushalte in Graz entsprechend gut, effizient und auch effektiv informiert werden? Weil da geht es ja doch um einiges auch. Sie sprechen da sehr interessantes Spannungsfeld an. Da bin ich gar nicht bei dem, was gesetzlich sein müsste, sondern bei dem, was wir darüber hinaus quasi freiwillig machen. Egal mit wem in Europa Sie sich über Bürgerbeteiligungsformate, Bürgerinformationsformate unterhalten, wird Ihnen jeder vom gleichen Problem erzählen, nämlich von der Schwierigkeit, die tatsächlich Betroffenen an den Tisch zu kriegen. Wir spielen sehr viele Kanäle. Ich sage Ihnen vielleicht zum Vergleich, was wir gesetzlich machen müssten. Für alle diese Planwerke, die wir heute hier präsentiert haben, es handelt sich ja nicht nur um den Flächenwidmungsplan, auch um eine Stadtentwicklungskonzeptänderung und ein räumliches Leitbild, müssten wir insgesamt eine Kundmachung im Amtsblatt machen, das liest sich kein Mensch, und eine Veranstaltung im Stadtgebiet. Wir machen eine Kundmachung im Amtsblatt. Wir produzieren eine Sondernummer der Bürgerinfo Graz, der BIG, die an jeden Haushalt zugestellt wird. Wir stellen sämtliche Planunterlagen und Texte ins Internet in einer, wie wir meinen, sehr leicht navigierbaren Form für jeden, der dieses Medium sozusagen nutzt. Wir machen 4 Veranstaltungen statt einer. Wir drucken Einwendungsformulare, die der Bürger nochmal ausfüllen muss und an uns schicken muss, damit da eher ein niedrigschwelliger Zugang ist zum Einwenden. Wir machen die Ausstellung bei uns im Amt über 10 Wochen, nicht über 8 Wochen und bieten dort Beratungs- und Parteienverkehrstätigkeit an, zweimal die Woche einen Halbtag über alle diese 10 Wochen des Sommers und. Entschuldigung, ist kurze Einfrage. Wann sind diese Tage, wo man hingehen kann? Man kann jeden Dienstag und Freitagvormittag von 8 bis 12 diese Auskunfts- und Beratungstätigkeit in Anspruch nehmen. Sich anschauen kann man es jeden Tag, und zwar von 7 bis 15 Uhr. Das sind die Amtsstunden, da ist das Haus offen, und im 6. und 7. Stock des Bauamts finden Sie eine regelrechte Sonderausstellung mit allen diesen Texten und Planwerken, die da recht aufwendig präsentiert sind. Das ist freilich so umfangreich, dass es für einen Laien erklärungsbedürftig ist, und deswegen mache ich immer besonders Werbung für diesen Dienstag und Freitagvormittag, wo auch eine Ansprechperson da ist, die Sachen erläutern kann, wo man rückfragen loswerden kann.
Okay. Und gibt es da auch die Möglichkeit, vielleicht auch einmal als Anregung Videos reinzustellen ins Internet, so dass man vielleicht ein bisschen mehr sozusagen in Form eines Image-Videos oder einer kurzen Erklärung von 5 Minuten auch da sehen kann, was da passiert? Die Frage ist, was es bringt. Denn letztendlich reden wir hier schon über Festlegungen, die erstens 15 Jahre lang gelten, die eine immense rechtliche Auswirkung auf alle folgenden Verfahren, Bebauungspläne und Bauverfahren haben und die oft auch substanzielle Vermögensentscheidungen der Bürgerinnen und insbesondere der Grundeigentümerinnen oder der von Bauverfahren Bedrohten oder die mit einer Bauabsicht sozusagen schwanger gehenden Grazerinnen und Grazer haben. Das heißt, das ist etwas, was jedenfalls mit Bedacht behandelt werden muss und etwas, was oft auch sehr persönlich ist. Natürlich kann man, wie Sie richtig sagen, einen Imagefilm produzieren. Die Frage ist, was man an Zusatznutzen damit generieren kann. Sobald eine persönliche Betroffenheit da ist, ist unsere Erfahrung, dass es wesentlich besser ist, unter 4 Augen im Parteienverkehr diese vertraulichen Dinge zu behandeln. Es geht im Regelfall um das Vermögen, es geht um das mit eigener Arbeit oder mit eigenem Geld geschaffene Wohnungs- oder Hauseigentum, es geht um die nächste Generation, an wen vererbt man es, kann der dann bauen und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann man natürlich schon kurz anreißen in einem Film, aber dann bedarf es darüber hinaus, glaube ich, einer ruhigeren Situation oder eines angemessenen Mediums. Manches ist uns gesetzlich vorgegeben, freiwillig können wir, wie gesagt, darüber hinaus vieles machen. Den großen Nutzen von Informationskanälen wie Social Media heute oder von eben Filmchen haben wir bis jetzt noch nicht erkannt, sage ich offen. Okay, ist zumindest auch eine offene Antwort, weil Sie gerade die Einwände erwähnt haben. Was ist sozusagen die Raumdichte in dem Zusammenhang? Ab welchem Zeitpunkt kommen meistens die Leute zu Ihnen? Und was ist die Baulandmobilisierung? Menschen interessieren sich mit Publikwerden. Es war der erste Schritt schon in der vorigen Woche, vor allem dann mit der Zustellung der Big Spezial, also dieser Bürgerinformation Graz-Zeitschrift, die an alle Haushalte erging am Wochenende, ist das Interesse sprunghaft angestiegen. Wir wissen auch aus Erfahrung, dass nach jeder derartigen Infoveranstaltungen, wie sie heute gemacht haben, einerseits im Parteienverkehr viel mehr los ist und andererseits die Zugriffszahlen auf unsere Internet-Services nach oben schnellen. Das ebbt dann wieder etwas ab, letztendlich gegen Ende der Einwendungsfrist, völlig unerheblich, wie viele Wochen sie dauert, aber gegen Ende der Einwendungsfrist noch einmal ein Hoch zu erreichen, weil offensichtlich viele erst in den letzten 1-2 Wochen ihre Einwendungen einbringen möchten. Dazu die Frage, wie viele Einwendungen kriegen Sie ungefähr in so einer Zeit? Es ist ganz schwer einzuschätzen. Wir hatten letztes Jahr ja den Entwurf zum 4. Flächenwidmungsplan ein erstes Mal aufgelegt und haben dort 1500 Einwendungen bekommen. Das kann man sagen, das ist viel. Man kann auch sagen, Sie haben es ja schon genannt, für 110.000 ist es vielleicht gar nicht so viel, wenn 1500 schreiben. Uns ist es wichtig, dass viele Kenntnis davon haben, dass dieser Vorgang jetzt rennt und dass man sich jetzt einbringen könnte. Wenn alle zufrieden sind, haben wir auch wenige Einwendungen. Also die Anzahl der Einwendungen ist Gradmessungen für Kommunikationsqualität ist etwas problematisch. Das Wissen darum, dass es die Möglichkeit gibt, sollte freilich sehr breit vorhanden sein. Darum bemühen wir uns. Gut, und dann wollte ich noch eben fragen, Raumdichte und Baulandmobilisierung, was sind diese beiden Stichworte? Und was hat Raumdichte mit eventuellen Grundstücksentwertungen zu tun? Das ist eine interessante Sache. Die Bebauungsdichte ist ein wirksames, ein mächtiges Instrument. Es regelt, wie viel Baumasse auf einem Grundstück realisiert werden darf und es ist durchaus ambivalent gesehen von den Bürgern. Es kann sowohl geltend gemacht werden, eine vermeintliche Entwertung aus dem Titel einer Dichteerhöhung. Wir haben heute schon so ein Gespräch geführt. Es kann aber genauso gut aus einer vorgenommenen Dichteabsenkung eine Entwertung des Grundstückes konstruiert werden. Es hängt einfach davon ab, was jemand für sich als Qualität empfindet. Habe ich eine sehr geringe Dichte im Bestand und ich möchte, dass das unverändert fortgeführt wird, dass der Gebietscharakter beispielsweise ein sehr dünn besiedeltes Einfamilienhausgebiet bleibt. Ich wünsche keine Veränderung, ich bin glücklich so, so habe ich es mir angeschafft oder selbst errichtet und so soll es bleiben. Dann habe ich das Interesse, dass die Bebauungsdichte, die dort ermöglicht ist, relativ niedrig festgesetzt wird. Und ich werde unter Umständen dagegen einwenden, dass eine weitere Erhöhung vorgesehen ist, weil das könnte dann ja die ganze Gegend für Bauträger, die das gewerblich betreiben, interessant machen. Und dann gibt es auf einmal kleinere Geschosswohnanlagen in einer Einfamilienhausgegend. Ich bin dagegen, ich empfinde das als Entwertung. Umgekehrt
muss man natürlich wissen, dass ein Grundstück umso mehr wert ist, jetzt nur in Euro monetär bewertet, je höher die Dichteausweisung ist. Das heißt, wenn ich bevorstehend habe, eine Vererbung, einen Verkauf eines Grundstückes, dann habe ich das Interesse, dass die Dichtefestigung möglichst hoch ist. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir kriegen auch immer Einwendungen in beide Richtungen. Das gehört zu unserem Tagesgeschäft. Letztlich kann man sich auf objektive Kriterien stützen und nicht unbedingt auf Bewertungsüberlegungen. Da sind sehr verloren in der örtlichen Raumplanung. Ich verstehe. Und ja, der letzte Punkt war dann noch die Baulandmobilisierung. Die Baulandmobilisierung ist eine generell durchaus sinnvolle Sache. Es geht um, sage ich mal, Zwangsmaßnahmen, die darauf abzielen, dass ausgewiesenes Bauland auch verwendet wird. Das ist an sich ein legitimes Interesse jedes Verordnungsgebers, wenn eine Gemeinde, wo Bauland festlegt, dann wünscht man ja, dass das Bauland auch bebaut wird, dem Markt zugeführt wird, beiträgt zur Aufnahme des Bevölkerungswachstums. Nur mit einer Regelung, dass Bauland auch zu verwenden ist, kann ich letztlich in einer flächenmäßig wachsenden Gemeinde das angestrebte Wachstum von innen nach außen sicherstellen. Es kann nicht sein, dass zentrale Flächen über Jahrzehnte brach liegen und an den Siedlungsrändern weiter gewachsen wird, sondern es ist einmal das beste Bauland zu verwenden, oder? Und dann geht's weiter. In der Stadt Graz hat sich das natürlich inzwischen völlig ad absurdum geführt. Warum? Weil wir flächenmäßig überhaupt nicht mehr wachsen und weil wir ganz im Gegenteil auch kaum mehr neues Bauland ausweisen. Wir sind sogar heilfroh, dass es Bereiche gibt, wo das Bauland eben nicht innerhalb von 5 oder 10 Jahren restlos bebaut und dem Markt zugeführt wird. Wir sind zum Beispiel im ganzen Grüngürtel, und das ist ja die Hälfte des Stadtgebietes, sehr froh, dass dort die Bebauung sehr langsam voranschreitet. Es gibt hunderte Grundstücke im Grüngürtel, die unbebaut sind und für die nächste oder übernächste Generation bevorratet werden, und das ist gut so. Wenn wir uns vorstellen, wir würden die alle mobilisieren, wie es das Gesetz ermöglichen würde, dann würden wir die Leute zwingen, innerhalb von 10 Jahren die gesamten freien Wiesen, die im Grüngürtel als Bauland ausgewiesen sind, zu verbraten. Das wollen wir ja gar nicht. Also für viele Teil Flächen wäre es kontraproduktiv, und deswegen hat die Stadt Graz in diesem Flächenwidmungsplanentwurf eine sehr differenzierte Vorgangsweise gewählt und Mobilisierungsmaßnahmen nur für solche Flächen vorgeschrieben, wo es aus unserer Sicht tatsächlich einen Sinn hat zur Verwirklichung unserer eigenen Entwicklungsziele, die im Stadtentwicklungskonzept stehen, aber nicht dort, wo es kontraproduktiv wäre. Das sind dann wie viel Quadratkilometer? Oder ich kann Ihnen Hektar? Die Fläche nicht auswendig sagen, ich könnte Ihnen nur mal den Plan kurz zeigen, wenn es von Interesse ist. Es sind nicht sehr viele Flächen. Okay. Sind auf diesem Plan alle orange dargestellten Flächen. Man sieht schon, es ist so ein Sprenkel hier, ein Sprenkel da, aber es ist nicht großflächig. Das sind die Gebiete, für die diese Befragungsfristen festgelegt worden sind. Okay. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend und einige schöne Informationsveranstaltungen bis zum Sommerbeginn. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja, danke. Schon.